Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir die Wasserstoffanlage hier gebaut, um unsere Geräte langsam auf ein bisschen umweltfreundlichere Sachen umzustellen. Heute fangen wir an, indem wir unsere Kollegen hier, die für die Baggerarbeiten zuständig sind. Nein, nicht das, sondern ich brauche den großen Bagger. Wo ist er denn? Wenn ich das falsch öffne, dann öffnet sich das auch immer ganz blöd. Das ist Riesenbagger mit Wasserstoff und der Kollege hier soll das auch machen. Und beide kriegen den Umwandlungsauftrag. Ihr kriegt hier auch großer Kippmulder mit Wasserstoff und kriegst den Auftrag. Du auch. Und sobald es soweit ist, werden die Kollegen umgebaut. Ich glaube, dass das eine Sekunde dauert, weil... Holy shit, es braucht trotzdem wieder alles? What? Warum kostet das wie ein neuer? Ein Riesenbagger kostet genau... Ne, kostet ein bisschen weniger rotes Maschinenteile, aber ansonsten quasi dasselbe. Ich hätte irgendwie erwartet, dass ich den Unterschied zahle und er wird halt wirklich umgerüstet, aber scheint nicht so zu sein. Ich hoffe jetzt nicht, dass das der Kollege hier ist, der so leer ist. Doch, ist er. Damit tun wir hier die zwei aufrüsten, weil es scheint eher an dem Bereich zu liegen, als an irgendwas anderes. Und dann gleich nochmal aufrüsten. Entschuldigung. Gut, weil ich würde gerne den ersten Wasserstoffbagger sehen, vor allem wäre der hier perfekt von der Arbeitskapazität her. Wenn wir das hier schön umwandeln, die ganzen Flächen, dann können wir auch gut arbeiten. Die Sache ist, was ist, wenn ich jetzt das hier kopiere? Gut, U-förmiges Ding. Bis nach da vorne wieder. Kann ich das alles auf einen Schlag bauen? Kann ich, perfekt. Der Brenngasanschluss fertig. So, jetzt haben wir so schon die nächste Anlage dafür. Wir reden jetzt hier von Massenproduktionen, die hier abgehen. Die Hoffnung ist ja sozusagen, dass wir den Tank immer leer kriegen, damit die hier schön die Tanks leeren können, die wir hier haben. Also wie es ausschaut, ist der Himmel schon leer. Das ist ein gutes Zeichen. Und der wird auch immer leerer. Bedeutet, wir sollten in die richtige Richtung kommen. Und sie können auch ganz gut entleeren, wie es ausschaut. Also sie können fahren. Ohne Probleme. Ich bin nur gespannt, wie gut der Rest funktioniert. Notfalls könnte ich ja das Ganze noch verlängern, sozusagen das Ganze ein bisschen ummodeln, in die Tiefe setzen. Da gibt es viele Möglichkeiten, das noch zu erweitern. Notfalls, damit wir jetzt nicht in die Fläche weitergehen müssen, sondern ein bisschen in die Tiefe. Das kriegen wir auch noch hin. Gut. Ich muss bald wieder schon was essen. Das ist echt, oh, ich sag's euch mit dieser Diät, ganz, ganz spannend. Ganz wenig, aber dafür wird ein Tag verteilt. Ja. Gut, aber wir wollen ja natürlich weiter sehen, was hier passiert. Wir sind aktuell bei 0,08% positiv, weil einfach wahrscheinlich die Ölbohrinseln hauen am meisten rein, wie es ausschaut. Bei der die Gesundheit ist hier oben, warte mal, ich bin beim falschen Punkt. Krankheit. Wir haben eine Grippe leicht. Die sollten wir ja gut eigentlich unter Kontrolle kriegen, oder? Wir haben ja genug Gesundheitsmittel. Schmutzung von Fahrzeugen ist der zweitgrößte Punkt, neben danach Luftverschmutzung, Verschmutzung durch Schiffe und dann Wasserverschmutzung. Aber bei Einigkeit mache ich mir wenig Sorgen, weil Einigkeit, ja, schauen wir sehr, sehr gut grundsätzlich aus. Und hier wird auch gut verkippt jetzt. Wie schaut es mit euch oben aus? Ihr seid leer, bedeutet, wir können euch abziehen und euch hier unten dran setzen. Vielleicht brauche ich unten sogar mal 7. Oh mein, hier noch ein Kabel dran. Weg damit. So,
So, jetzt können wir nicht hier Massenverkippung wieder machen. Dann kriegen wir die Fläche hier auch wieder sehr schnell dicht. Und notfalls werden wir eine Leitung hier rüberziehen, dann verkippen sie da. Also die laufen jetzt uns durch die komplette Anlage mal durch und werden das komplette System einmal ausnutzen, dass die hier schön arbeiten können. Vielleicht werden wir dann auch sagen, okay, hier sind ein paar dran, die werden dann hier immer verkippen. Aber das geht gar nicht, ne? Da müsste ich sozusagen eine Leitung außen rumlegen. Hi Tiny? Habe ich jetzt irgendwas gesagt, dass die schlafen gehen will? Hat kein Rezept ausgewählt. Oh, don't tell me, ich kann mit dir keine Dinge machen. Oh, okay, das ist ungut. Das habe ich nicht beachtet. Das ist ungut. Ich brauche wieder die anderen. Interessanter Fakt, das wusste ich nicht. Flaches Förderband. So, ihr müsst beide mir weiterhin die Teile produzieren, bitte. Dankeschön. Sobald wir die ein bisschen auf Lager kriegen, ist schon mal wieder gut. So, der erste Bagger müsste ja dann schon erledigt sein, oder? Ist der erste Wasserstoffbagger bereits im Einsatz? Oh ja, da ist er. Unser erster Wasserstoffbagger, Leute. Der erste Kollege, der bei uns mit Wasserstoff läuft und somit die Umwelt retten anfängt. Das wird der erste Wasserstofftrupp sein, der bei uns existiert. Oh, wir haben sogar beide Tanks schon voll. Holy shit. Okay, das hätte ich nicht erwartet, dass wir so schnell mit den Tanks voll werden. Ich muss kurz die Verbindungen ummodeln. Bitte einmal kurz warten, bitte. Wir machen doppelt so viel Lagerkapazität direkt hier hin. So schnell hätte ich nicht erwartet, dass wir... Oh, oh. Habe ich keine Konstruktionsteile mehr? What the hell did I do? Wie? Was? Was? Warum? Die Sache ist, wenn ich dich upgrade... Bringt sich das was, weil ihr braucht immer die 48, da halbiert sich halt immer, ne? Die eine Frage ist natürlich, was ist mit der nächsten Stufe? Kann die das überhaupt dann noch? Nein, die kann das nämlich nicht mehr. Voll scheiße. Oder ich müsste eigentlich mal die komplette Anlage überarbeiten für das. Ich hätte nicht auch gedacht, dass ich eigentlich... Wait, ist Wasser ein Problem mittlerweile? Oh fuck. Was mit unserer Wasserleitung? Unsere Wassertanks sind leer. What? Das bedeutet auch, dass eigentlich ihr bald leer laufen werdet mit Wasser. Das wäre natürlich eine sehr ungute Geschichte. Das bedeutet auch, dass ihr eigentlich bald kein Wasser mehr habt. So, warte mal, was? Woran liegt das? Ist die Masse einfach mittlerweile zu wenig? Also hier transportieren wir Sohle, weil wir hier vorne Sohle gebraucht haben. Ne, Cloud Support ist ja genau, okay. Aber warum ist Wasser jetzt so ein extremer... Das ist ein Zuführungstank. Wie schaut es eigentlich mit hier hinten aus? Wenn der Dauer läuft, heißt es eigentlich, dass wir zu wenig Fläche haben. Ich muss nochmal an den Flüssigkeitstanks rumbasteln hier.
Also mal, die Masse kommt natürlich an gar nichts ran. So, also der kann das jetzt nehmen. Dadurch sollte Wasser wieder fließen, wie blöd. Und ihr hoffentlich da unten auch das Ganze. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich sozusagen einen zweiten. Oh, warte mal, ich könnte hier noch einen zweiten Anschluss dran setzen mit Prio aus. Bist du eine Dreileitung? Du bist eine Dreileitung. So, okay. Und da dran. Gut, okay, dann sollte jetzt ja jederzeit, wenn hier nichts reingeht, Wasser in Massen nach da fließen können. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Wäre eine schöne Angelegenheit. So. So. Ah, schaut schon mal ganz gut aus, finde ich. Also schaut echt gut aus. Spannend wird es, wenn wir sozusagen unser kompletten Schwefel verarbeitet haben. Oh, cool. Ja, es wird noch ein bisschen dauern. Also, ich will euch sagen, ihr leert den bis zum Ende, bitte. Oder sagen wir, ihr dürft so 800 behalten. Sagen wir, 800 sollte gut passen für einen Lagertank. Aber selbst hier werden die Tanks schon langsam leer. Und wir kriegen es immerhin hin, den Schlamm zu entleeren. Oh, es sind schon beide auf Wasserstoff umgestellt. Schicke Sache. Und es scheint gar nicht, als ob das die so groß stört. Ich bin erstaunt. So, der eine Kollege müsste ja dann zur Umwandlung kommen. Das müsstest du sein. Ja, da kommt unser nächster Wasserstoffkollege. Das wird eine schöne Sache sein. Oder der fährt jetzt da kurz rein? Jetzt ist die Frage, was passiert. Und er kommt instant als Wasserstoffkollege raus. Super. Somit werden wir jetzt Stück für Stück unsere Flotte auf Wasserstoff umstellen können, was natürlich massiver Aufwand ist. Wir werden den Treibstoffverbrauch um signifikante Mengen senken können. Für was bist du zuständig? Du bist hier meine Sandfee, kann es sein? Ja, du bist meine Sandfee. Meine Sandfee. So, Bereich anpassen. Wisst ihr was? Ihr macht erstmal den Berg noch weg hier. Ihr grabt einmal komplett hier durch. Ich hoffe, dass sie nicht die Leitungen währenddessen zerstören. Aber wie es ausschaut, sind wir jetzt hier so viel. Schau dir mal die Masse an, die wir hier schon verkippen können. So, hier kommt Wasserstoffkollege. Oder das ist die erste Anlage, die komplett auf Wasserstoff um... Oder die erste Gruppe, die auf Wasserstoff umgestellt wurde, komplett. Was natürlich mega geil ist, weil die Masse, die wir hier nutzen können... Was brauchst du, Wasserstoff? Aber wir sie brauchen, genau. Das ist sozusagen die erste Gruppe, die komplett so funktioniert. Die Sache ist jetzt, was ich hier gerade sehe, ist... Wir haben echte Wasserprobleme für unsere Anlage, was natürlich eine sehr ungute Geschichte ist. Da müssen wir halt echt jetzt mal dran gucken, was wir machen können. Ihr produziert 48... Bitte, das ist genau die Menge, die wir hier brauchen. Ich frage mich gerade, ob wir das ein bisschen upscalen können.
Rein theoretisch sollten wir das können. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so viele habe. Aber ich echt 108 brauche. What? Eigentlich produzieren die massiv Wasser. Das ist die andere Sache, ne? Ich brauche halt... Warum brauche ich für jeden... What? Hier läuft doch dauernd... Also die Anlage ist eigentlich gar nicht schlecht, aber es ist halt Wasser einfach. Der Kollege arbeitet... wie schaut es mit dem Grundwasser grundsätzlich aus? Wait. Grundwasser? Nee, warte mal. Ebenen? Ich glaube, der Grundwasserstand ist ja hier massiv. Dann gehen wir doch mal für eine kurze Zeit einfach zur Unterstützung, bis unsere Anlagen sich weiter umgestellt haben, auf neue massive Methoden wieder zurück. Um Wasser zu produzieren. Ich will mal sagen, wir machen hier einen Verteiler rein. So. Das so upgraden wir auf Stärke 3. Den Rest bauen wir instant fertig. Das muss auch bitte eine Röhre 3 werden. Wenn das noch nicht mal eine Röhre 2 war, dann kommt hier natürlich sehr wenig durch. Wie pausiert. Haben wir davon nichts mehr? Doch, wir haben doch genug. Schnelllieferung für diesen Gerätetyp. Was? Ich darf Pumpen nicht schnell bauen. What? Baupriorität bitte auf 1. Ich hätte gern die Anlagen stehen. Das ist das erste Mal, dass ich erlebe, dass ich irgendwas nicht bauen darf wegen Baupriorität. Das heißt, wir brauchen auch hier einen Zugang, ne? Der Sinn dahinter wäre ja, dass wir sozusagen das Wasser reinpumpen. So, wir haben eine zweite Pumpe jetzt schon mal stehen. Und die nächste Pumpe, super. Je mehr Wasser wir hier irgendwie durch die Anlage durchkriegen, desto besser. Schauen wir mal, wie gut das wird. Solange hier irgendwie der Wasserstand hält, sind wir schon wieder auf einem Weg, wo wir hinkommen können. Kommt dauernd wieder Wasser durch. Der Tank bleibt zwar leer, aber hier scheint wenigstens Wasser zu fließen. Aber wir schlucken wahrscheinlich auch mal mehr wie sonst. Das ist natürlich die nächste Sache. Wir haben gleich noch nie solche Massen geschluckt. Die Anlagen sind natürlich auch nochmal geupgradet worden, weil die hier auch mittlerweile Wasser brauchen. Es sammelt sich halt ganz schön ordentlich und aktuell verqualmen wir hier nur das Wasser. Das ist die nächste Sache eigentlich, ne? Also eigentlich müsste ich hier wirklich direkt einen Umbau noch anstreben. Kommt ihr hier nicht voran oder was ist mit euch los? Sollen wir euch zu neuen Wasserstofffahrzeugen umbauen? Ich mag anmerken, dass wir immer noch nicht genug Konstruktionsteile dabei haben. Ahaha. Ist halt echt, wenn wir kein Wasser haben, wird das echt eng. Wird das richtig böse auch. Aber es gibt keinen Weg um Wasser da herum. Ich weiß auch, das Interesse, mit was kann ich alles Wasser herstellen? Gibt es noch einen Weg, den ich gar nicht weiß? Kühltürme, das ist klar. Aus den Reformern kriege ich Wasser. Stimmt, aus den Reformern kriege ich auch Wasser, das kann ich auch umleiten. Aus den Ableitern, das weiß ich auch. Ihr seid mir sowieso klar. Da kriege ich am wenigsten Wasser raus.
Also ich brauche mehr. Aber guck dir mal das Verhältnis an. So, wait. Mache ich die ganze Zeit einen Fehler? Mache ich die ganze Zeit einen Fehler? Weil schau dir das mal an. Für Dampfhochdruck, wenn ich mir das anschaue. Hier produziere ich noch weniger, aber ich brauche halt weniger Leistung. Aber im Vergleich, wenn ich hier sage, ich nehme drucklosen Dampf, ich brauche 15 von dem hier. 15. Nicht zu verwechseln mit irgendwas anderem. Und kriege daraus 33. Brauche aber nur doppelt so viel Dampf. Und hier auch. Also eigentlich wäre mit Niederdruck arbeiten schlauer. Und noch schlauer mit drucklosem Dampf zu arbeiten. Ich müsste den Dampf irgendwie umwandeln. Mit was arbeiten wir eigentlich bei unserer Anlage da hinten? Wir arbeiten hier mit drucklosem Dampf. Das ist natürlich, brauchst viel mehr Anlagen, um weniger zu, um dieselbe Menge zu produzieren. Aber du machst es um einiges effizienter. So, ich gehe hier rein mit Dampfhochdruck 48. Nee, fast schon. Bedeutet, jetzt muss ich mal selber kurz Mathe machen. Gib mir mal eine Sekunde. Ich gehe mal kurz an meinen Rechner. Wir kriegen hier bei 4. Hallo, wo ist meine Tastatur drin? 4 Anlagen, 312 Wasser pro Minute. Wenn wir jetzt das durch 33 machen, bräuchten wir 9 Anlagen, also fast verdoppeln. Im Vergleich auch dazu brauchen wir aktuell 84 Dampf. Ich könnte es halt natürlich in Energie umwandeln, ne? Also ich könnte eine Energieanlage draus zubauen. Oder... Was, also das Ding schluckt allein schon der thermische Inserter 400 kW. Das ist natürlich, du schluckst gar nichts. Kann ich mit dir nicht entscheiden, welchen Dampf ich haben will? Du brauchst halt 8 Megawatt. Aua. Und wenn ich das mache, brauche ich 2 Anlagen. Hä? Wo ist der Sinn? Da kriege ich sogar weniger Wasser raus. Hä? Also am schlauesten ist es wahrscheinlich echt mit dem hier. Weil auch... So, warte mal. Ich brauche jetzt nochmal meinen Rechner. Das ist jetzt gerade... Wenn wir ausgehen, wir haben 108. 108 zur Verfügung. Das gehen wir jetzt durch 15. Haben wir 7,2. 7,2 mal den 33. Ich kann mit einem Wasserstrang mehr Wasser, mehr produzieren als eine dieser Anlagen. Auch wenn ich mehr Maschinen brauche. Aber ich brauche wesentlich weniger Energie-Sachen und kann gleichzeitig Strom produzieren. Das ist die dümmste Anlage meines Lebens. Klar, ich kriege wesentlich weniger Sohle, wenn wir es vergleichen. 7,2 mal 6. Ne, ich kriege selber am Ende insgesamt raus, aus dem Wasser, was ich mache. Aber ich kriege wesentlich mehr Wasser raus. Auf der anderen Seite, ich brauche natürlich wesentlich mehr Dampf. Hm. Oder ist das der Vorteil? Ich brauche... vierfach so viel Dampf. Krieg halt wieder mehr raus. Die Frage ist halt, ob sich das lohnt. Ha, das ist... Also ich bräuchte 2 Anlagen... Ah, das ist jetzt... Jetzt muss ich gerade echt hart Kopf rechnen. Beziehungsweise überlegen, wie ich das mache. Wie man das schlau macht. Weil es ist... Das hier ist die schlauste Option, glaube ich. Die hier ist...
brauchst halt auch wieder weniger Wasser. Also es geht hier halt nach unten. Je weniger Wasser, desto besser. Rein theoretisch, würde ich jetzt so sehen. Ne? Die Pumpen bringen halt genau gleich viel. Aber schau mal, wie viel Wasser die schlucken. Die habe ich auch nie geupgradet. So, by the way. Was? Ihr produziert nicht, weil ihr das Wasser nicht wegkriegt? Don't tell me, das Problem liegt daran, dass wir das Wasser nicht rauskriegen. Das wäre jetzt das funnieste Problem gewesen. Das sind Prioritätseingänge. Du bist kein Prioritätseingang mehr. Sondern du wirst nur als Wasserunterstützung zugebucht, wenn nötig. So, jetzt sollten die doch die ganze Zeit laufen können, oder? Ja. Das Meerwasser kommt halt nicht in den Massen rein, die wir bräuchten. Wir schauen mal, ob ich die noch ein bisschen ans Limit kriege. Wenn nicht, müssen wir überlegen, ob wir entweder warten, bis wir sozusagen die neue Anlage ready to go haben. Oder ob wir es anders machen. Wir haben den schnellen Brutreaktor. So, machen wir Sonnenkollektoren 2, dann Frachtdepot. Wir sind hier fast schon durch. Medizinische Produktion 3 füge ich hinzu. Unterhaltungselektronik, Raketenstart und Schiffswaffen. Ich sehe jetzt schon, das wird eine richtig üble Aktion jetzt dann. Aber jetzt können wir doch mal gucken, weil das fällt ja alles unter Energie, ne? Schneller Brutreaktor. Braucht Kernbrennstoff. Alter, schau mal, was der produziert. Das tut weh. Das tut weh. Kernbrennstoff verbraucht. Kernstoff verbraucht mit Säure, geschmolzenem Glas und Stahl macht Kernbrennstoff wieder. Was? Spaltprodukt wird dann in 100 Jahren zu stahlungsfreien Abfall. Okay. Kernstoff. Hä? Wo ist das Problem, Alter? What? Oder ist das hier die effizientere? Aber guck mal, da kriegst du Brut. Angereichert in einem schnellen Brutreaktor. Fragezeichen zu Fragezeichen. Warum wird der da angereichert? Mit angereicherten kann ich dann wieder Kernprodukte. What? What? Und dann kann ich den produzieren, der halt natürlich massiv übel ist. Also wird eine extrem heftige Anlage, sage ich euch jetzt schon. So, ich hoffe jetzt, dass unser Wassertank wieder besser mit einem Wasser ist und allem drum und dran. Ich glaube, guck mal, wir kommen gar nicht wirklich weit mit dem Wasser, wie es ausschaut. Wasser wird hier down geschluckt. Von den Kollegen hier vorne. Uff, 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 uff. Und hier ist die Leitung mittlerweile bumm voll wieder, ne? Also der Zwischentank wird sogar schon wieder voll. Das ist die Sache, wenn ich dich...
Die Idee ist dahinter, dass ich mehr Masse nach vorne kriege, ab dem Zeitpunkt, wo die Anlagen das brauchen. Und wenn wir so viel Flüssigkeit kriegen, dass das sozusagen hier durchfließen kann, dann sollte hoffentlich hier zum Beispiel mehr wieder in die Anlage reinkommen und die Anlage besser laufen. Gut, das hat sich schon mal gelöst, das Problem. Das sind halt immer so Kleinigkeiten, die dann hier Probleme machen. So, wie schaut es jetzt mittlerweile wieder aus? Kann ich dich produzieren? Dankeschön. Also es ist halt gerade echt ein Masseproblem, einfach ein volles Mal. Oh, ja, warte mal. Wenn wir gerade vom Masseproblem reden, Bereich anpassen. Und wir verkippen hier weiter schön die Reste. Dann können die nicht auch wieder auffüllen und verkippen anfangen. Mal schauen, was wir für Massen verkippen. Schon übel. Leeren bitte. Aber unsere Wasserstoffkollegen hier, die sind auch natürlich super dabei. Also die Arbeitsfläche wird hier auch schön freigeräumt. Das wird das Ganze natürlich sehr effizient gestalten. Die Sache ist, die Anlage läuft gerade nicht mal mehr, weil einfach keine Fläche da ist. Ich bräuchte ganz schnell irgendwie noch... Kollegen, die sich hier drum kümmern. Kann ich hier ein bisschen gerade rumfummeln, weil... Na, weil der noch ein bisschen produziert, der sollte gleich eigentlich dann voll sein, oder? Weil dann sollte nur noch rot laufen. Und jetzt scheint auch zum ersten Mal genug Beton die ganze Zeit ranzukommen, wieder seit langem. Um diese Arbeiten durchzuführen. Das ist super. Gut, jetzt sollte ich doch mit 150 gleich war es das, oder? Nee, 180. 180, eklig. 180. Ja, das wollen wir noch schnell machen. Wir wollen natürlich, aber guck mal, wir brauchen echt wenig Wasserstoff aktuell noch. Wenn wir mit der Anlage alles hinkriegen, obwohl ich würde wahrscheinlich noch einen zweiten Vertrag machen und dann noch mehr Fläche und Upgrades. Er versucht, aber er kriegt es nicht hin, weil einfach noch gerade die Arbeitsfläche fehlt. Die Kollegen verkippen natürlich wieder fleißig, was bedeutet, die Tanks werden schön leer. Was schön zu sehen ist. Lustigerweise kriege ich gerade zum Beispiel nicht mein Lager voll für Eisen. Brauche ich so viel? Ah ja, ich brauche halt gerade viel Masse, ne? Das ist die andere Sache. Ich brauche halt schon gerade viel Masse. Ja, ja, ja. So, okay. Ich wollte gerade schauen, ob ich dich jetzt bauen kann. Jawohl. Das große Wasserstoffprojekt, das ist halt echt... Also mit Wasserstoff können wir hier halt richtig punkten, glaube ich. Das wird... Ist vor allem eigentlich eine freie Ressource. Du brauchst halt viel Energie, wenn du es anders wie so umwandeln möchtest. Aber ich denke grundsätzlich, wenn wir die Masse haben, könnte man sagen, man macht beim letzten Tank einen Notfallsversorgungsanschluss mit Wasserstoffreformern. Oder waren das Wasserstoffreformer, wenn ich mich nicht irre, heißen die doch. Mit Elektrolysegeräten. Die sind ja schweineteuer von der Energie her, aber produzieren halt doch auch stetig das Zeug. Bei denen ist es halt jetzt ein Problem, wenn der Vertrag nicht irgendwann mehr funktioniert, gescheit, hätten wir ein ganz anderes Problem. Frachtdepot, gibt es da irgendwann echt ein Update noch? Frachtdepot 6. Vielleicht wäre das hier angebracht.
Also ich könnte vielleicht hier einen Sechser sogar noch hinstellen, damit könnten wir noch mehr Masse transportieren. Wenn wir dann sagen 4 zu 2 oder sowas, könnte das gut funktionieren. Das ist natürlich, wenn alle hier in Masse produzieren, sollten wir noch besser arbeiten können. Es dauert halt einfach alles Ewigkeiten, also das wird noch eine Zeit dauern. Die Kollegen hier arbeiten aber auf Hochdruck. Und ich glaube auch nicht, dass unsere Tanks jetzt hier wirklich voll bleiben, sondern dass sie sich Stück für Stück entleeren werden. Obwohl auch irgendwie der Tank nicht wirklich leer wird. Erstaunlich. Aber vielleicht muss auch erstmal hier bestimmte Bereiche leerer werden, damit das wirklich so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir Stück für Stück weiter versuchen, unsere Maschinen umzustellen auf Wasserstoff. Also, bis dann. Ciao.